Servus, wie geht's dir? Servus, servus. Beziehung. Ja, ich habe eine Beziehung. Ich glaube, es gibt nichts Geschisseneres, wenn man das so bezeichnet. Ja, fühlt sich oft recht scheiße an. Sex hat man, ist cool. Du bist allein. Warum bist du allein? Ich rede meistens sehr offen. Mich überrascht gerne die Leute mit blöden Meldungen. Ich bin im Park, ich bin im Park. Ich habe mir einbildet irgendwie vorher, ja, Beziehung, das kriege ich schon hin, viele reden, zuhören und sich drum scheren und so. Ja, vergiss es, das ist viel schwerer. Also das Forum ist da hinten? Weil mein Vertrauen viel wichtiger ist als dieses, es ist alles so toll, weil ich brauche diese Zeit einfach, wo ich mal sehe, da ist wer ist das, kann ich dem vertrauen und rennt der nicht gleich weg bei der ersten Scheiße, die passiert. Ja, es wird langsam brenzlig, vielleicht sollte ich laufen. Wolltest du mich fragen, einfach nur, wo das Forum ist? Ob ich was zum Rauchen habe? Steppert? Mit Drogen bin ich nicht hier. Ist ziemlich konfrontativ. Und da fährt die Polizei. Eifersucht. Yeah. Verdammt eifersüchtig. Nein, Eifersucht, das darf nicht sein, das darf ich mir nicht irgendwie eingestehen und ich darf auch nichts sagen. Dann provoziere ich es ja, dann glaubt sie, ich vertraue ihr nicht und wuhuhu. Ich bin einfach offen eifersüchtig. Ich versuche es ein bisschen mit dem Schmäh rüberzubringen. Mit dem hast du keinen Sex jetzt, oder? Ja, und? Zum Beispiel heute trifft sich meine Freundin mit einem alten Freund, der auf sie gestanden ist. Big problem, big problem. Natürlich darf ich nicht stören, weil das war ein echter Freund. Er ist ein bisschen ein Trottel, ich mag ihn nicht wirklich. Big problem. Ich hoffe, sie sieht den Film nie. Vertrauen. Cool, sie liebt mich, sagt sie zumindest dauernd. Everybody is looking for a good picture, all the time. The light must be good, the sound must be good, and the paper must be good. Das braucht es irgendwie. Keine Ahnung, ob du darauf hinaus wolltest, dass ich irgendwie allein bin jetzt hier oder überhaupt allein bin. Und warum ich jetzt hier mit dir rede? Gute Frage. Hi. Ja, wir gehen gerade durch die Pomeranzengasse. Naja, ein bisschen gemütlich in der Stadt herumgehen. Weihnachtszeit kommt, Punschzeit, das Trinken gemeinsam. Einfach so kennenlernen. So ganz unprätentiös. Puh, das ist schon sehr nah. Ja, schon. Willst du es jetzt so direkt sagen? Ja, klar. Sicher. Jetzt, warum willst du das jetzt von mir? Jetzt, hör auf. Das macht mich nervös. Ich mag dich. Ja, voll. Ich meine das ehrlich. Bleib da. Ja, gut. Reden wir ein bisschen, oder? Ah doch, jetzt war's doch nett. Bis jetzt halt. Sehr nett. Erste Stage. Kino ist immer gut. Man redet nicht viel, man sitzt nebeneinander. Man kommt sich näher. Man schaut, wo die Hände sind des anderen. Ich finde es eine gute Gelegenheit, um sich mal näher zu kommen und nicht viel reden zu müssen. Oh, Entschuldigung. Ah ja, Film, genau. Das ist auch interessant. Ich vergesse meistens, worum es geht, wenn ich mich treffe mit jemandem. Und ist die Frage, welchen Film man wählt. Oh, Entschuldigung, ich bin wirklich nervös. Nein, ich stehe schon auf echte Gespräche nachher. Das ist schon cool. Die Popcorn sind bald alle. Am ersten Date ist man natürlich sehr vorsichtig. Gibt immer die Sachen alles her. Ist man nett, cool. Und dann später wird es kritischer, wenn man dann irgendwie versucht, sein eigenes Revier zu wahren und so und seine eigenen Interessen. Popcorn? Nein, ist ganz witzig gewesen, so mit 15. Das ist das Problem, wenn man wirklich den Film anschauen will und das Gefühl hat, irgendwie scheiße, ich dürfte jetzt gar nicht gescheit schauen, weil eigentlich geht es ja um sie und so. Und dann ist der Film so spannend, dass ich irgendwie richtig, richtig Angst habe, die volle Aufmerksamkeit auf den Film zu richten und so richtig zu verschwinden im Film, was bei guten Filmen echt passiert. Jetzt bin ich im Kino. Vorstellung ist noch nicht losgegangen. Tote Stimmung. Das Einzige, was ich im Kino rede, ist, wenn die Werbung noch läuft und sich alle über die Werbung lustig machen. Ich mache es nicht gern Sachen alleine, nur jetzt mit der Freundin geht das nicht mehr so wirklich. Habe ich das Gefühl, nein, ich habe jetzt nicht mehr so Lust, alleine ins Kino zu gehen. Das hat so was einsamer Wolf-mäßiges, ist irgendwie cool. War früher cool. Es ist so ähnlich wie alleine durch die Gassen zu gehen im Dunkeln oder irgendwie so spazieren zu gehen alleine und sich irgendwie so, weiß nicht, so Kopf freikriegen.
Das ist ganz cool. Ich bin jetzt nicht so ein Aufreißer-Guy, der da jetzt irgendwie drauf steht, die Frauen abzuschleppen und weiß, dass es im Kino gut geht. Ja, und wie gefällt es dir hier? Ja? Cool. Freut mich voll. Ja, finde ich auch cool, dass du gekommen bist. Oder bin ich gekommen? Relationship accomplished. Ja, ist schon recht spät. Ich weiß nicht, magst du da bleiben? Ich meine, ich hätte schon ein Sofa. Ich meine, ja, weiß nicht. Ja, aber hey, es war voll nett den ganzen Abend, oder? Ja. Ist doch ganz sicher. Jetzt ziehe ich nicht, komm. Na ja, gut, schlecht. Zwinge natürlich dich nicht. Ich zwinge dich nicht, dass du hier bist. Ja, ich zwinge dich ja nicht. Das wäre einfach cool gewesen. Weil ich mir denke, es ist schon voll spät. Ja, keine Ahnung, wir können ein bisschen reden noch und dann... Ja, vielleicht schauen wir uns noch einen Film an. Was ist mit dir? Please, plant the relationship. As relationship side to... Glaubst du, unsere Beziehung läuft einfach so? Alter, ich rede nicht allein nur für mich hier. Genau gesehen, was du gemacht hast. Ja, ich deute schon wieder falsch, gell? Das nervt mich jedes Mal, wenn du es tust. Jedes Mal nervt es mich. Kannst du einmal aufhören damit? Wirklich? Ich rufe dich morgen eh nicht mehr an. Wenn es dich stört, dann schleich dich. Kannst einfach gehen. Geh einfach. Schlampe. Komm, reden wir drüber, bitte. Hey, das wäre echt wichtig. Es schert mich, okay? Ist mir wichtig. Lach nicht, deppert! Das wäre mir echt wichtig gewesen. Ins Kino sind wir gegangen. Ich habe mir echt gedacht, es hätte gefallen. Und ich meine, wir haben echt cool geredet. Wir sind uns echt näher gekommen. Ich habe mir echt schon Hoffnung gemacht, aber anscheinend war das ein Fehler. Du wirst nicht für immer lieben. Für immer. Ja, scheiße, wir müssen raus. Vorstellung beginnt. Ciao.